Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, ich wiederhole mich hier sehr oft, aber das ist eine Stream-Aufzeichnung, also nicht wundern. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Wir müssen mal wieder so ein bisschen verzögert. Du sagst, oh, Granate. Ich guck so, hey, wo ist denn die Granate? Kam 5 Sekunden später. Ja. Und dann auf einmal, wo du gesagt hast, oh, er hat den Typen da gekillt. War genau in dem Moment, wo er ihn gekillt hat. Okay. Delay 1A. Ja. Ich guck gerade, aber eigentlich läuft alles ganz gut. Bisher. Ja, das spielen wir jetzt auch. Jetzt. Ich laufe hier schon direkt. Okay, da kann ich was mit dem Machtschub aufmachen. Okay, da komme ich noch nicht lang. Das ist vermutlich eine Abkürzung. Ja. Hack mal, Druide. Wenn du hacken kannst, hacke. Oh, Abkürzung freigeschaltet. Oh, dann. Schön blockend hier stehen, falls die Gegner sind. Nein, okay, wirklich Abkürzung. Okay. Falsche Richtung. Da draußen war doch so ein Meditationspad, oder? Ja, genau. Guck. Heilen! Ach so ein. Ich muss sagen, das dauert echt nicht lange mit dem Respawn der Gegner. Beim Ausruhen, das ist wirklich praktisch. Du kannst übrigens, wenn du, warte mal. Wenn du gerade anfängst zu blocken, bevor dich der Sturmtruppler trifft, dann kannst du den Blasterbolzen perfekt zurücklenken. Ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Also, ich weiß, viele sagen, wir werden seit Jahren kein gutes Star Wars Singleplayer-Spiel mehr. Jetzt haben wir eins. Das ist echt ein gutes Spiel. Okay, ich kann es nicht auf ihn zurücklenken. It's possible, but we're far from Braca. They might think purge troopers are enough, or they could be stalling you on purpose. Stay wary. Oh, ich muss zurück. Ich kann den scannen. Das bringt EP. Deswegen scanne ich die. Da, jetzt müsste man es gleich sehen. Genau jetzt. No, and the Empire's been stepping up security. Keep your focus. Watch out for him, BD. Okay, we'll keep looking. Da geht's weiter, würde ich sagen. Ich habe eine Ahnung, welche Fähigkeit man bekommt. Von dem, was ich bisher gesehen habe hier. Speicher mal. Weiter geht's. Oh mein Gott. You see the Star Destroyer? It's a Venator. There could be useful intel inside. I'll try to find a way to it. Oh cool, ein Venator-Kreuzer. Ah ja, und das Wichtigste, man kann schwimmen. Oh. Ja, es gibt ja 10.000 Videospiele, wo du das nicht kannst. Mhm. Zum Beispiel Tomb Raider. Oder damals die GTA-Teile. Warte, du quatschst gerade rein in irgendein Gespräch. Oh,
you need something? I'm standing next to two crashed ships. Looks like you weren't the only pilot who had trouble with the wind here. Whoa, 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 you're just realizing that? Where have you been? I mean, it doesn't get better than me. Yeah, okay. All I wanted to say was thanks. You know, you're welcome, kid. But, I gotta go. I got a thing, so gotta... See ya. Der kann wohl nicht mit Komplimenten klar. Ich meinte, damals die alten GTA-Teile, da konntest du auch nicht schwimmen. Ja. Oh, guck mal. Irgendwas, was der Droide überladen kann. Ah! Klar, hier sind Bohrer. Ui. Warum auch nicht? Und was bekomme ich? Ah! Ich hab's noch nicht gesehen. Ne? Cool. Let's move, BD. Okay, jetzt. Oh Gott. Diese hässlichen Ratten. Au. Böse Ratte. Toss me one, BD. Oh, verdammt. Er hat das Lichtschwert gewechselt, anstatt mich zu heilen. Bloody hell. Jetzt siehst du auch, was passiert, wenn man stirbt. Ja, das habe ich ja schon gesehen. Ja, ich wusste nicht, wie viel du gesehen hast vorhin, deswegen. Ja, nicht viel, aber nur so ein bisschen. 6,5 Stunden. Ja, okay, so viel jetzt nicht. Ja, und die 2,5 Stunden heute Morgen. Ich glaube, insgesamt habe ich nur 10, 20 Minuten. Okay, pass auf. Ich kämpfe jetzt mal, damit du das auch mal siehst. Mit dem Doppellichtschwert. Auch wenn ich damit nicht so gut klarkomme. Finishing Move. Oh mein Gott. Okay, der war geil. Always finding stuff. Ich spiele es übrigens auch auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, ne? Also. Für die richtige. Falls du wirklich auf Souls-Spiele stehst. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das ist, glaube ich, ein echt gutes Dark Souls-Spiel. Auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad ist das, glaube ich, auch. Ja. Da ist das, glaube ich, auch ein ganz gutes normales Star Wars-Spiel, was auch dann mehr Ähnlichkeit mit Force Unleashed hat. Weil auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad kannst du dich einfach viel leichter durch die Gegner massenschnetzeln. Das ist ja jetzt mehr auf One-on-One-Combat. Eingerichtet. Ja, ich dachte gerade, das sieht aus wie ein Schlafnarr. Irgendwas. Okay, ich erkunde jetzt mal nicht zu Ende. Du willst ja garantiert ein bisschen Story sehen. Verdammt. Eigentlich will ich nicht so viel von Story mitbekommen, weil. Spoiler. Ja, gut. Das schaffe ich nicht. Ah, okay. Ich kann nicht runterfallen. Da geht's lang. Ja, aber du willst garantiert ein bisschen Gameplay sehen, nicht wie ich ständig rumrenne und irgendwas erkunde. Ohne Gegner. Ich will hier jede Gegner duell sehen. Ich auch, also.
Thanks, BD. Ja. Weg von mir. Du explodierst. So. Da oben gibt's einen Stim-Behälter. Siehst du den gelben Kasten da? Ja, ja. Hinter dem Subdruiden? Ja, ja, sehe ich. Das ist ein neuer Stim-Behälter. Ja, schade. Wäre auch zu easy gewesen. Was bist du? Was bist du? Haha! Oh, was? The commander was killed by a lightsaber. Oh, das ist ein Klon. Der wurde von einem Lichtschwert umgeschnitzelt. Der liegt da seit 5 Jahren rum. Gut gemacht, Imperium. Gut gemacht. Sie räumt ja wirklich gut auf. Okay, ja, da drüben ist eine Tür. Ich würde eigentlich gern wissen, wie ich dahin komme. Wird mir nicht angezeigt, ne? Bravo. Let's go, BD. Ich schätze mal nicht hier rüber, ich schätze mal, man muss da wirklich außen rum gehen. Ich hoffe so sehr, jetzt gibt es ein Flashback zu den Klonkriegen hier. Das wäre so geil. Oder ein Clone Wars Outfit oder sowas, das wäre schon echt cool. Immer instinktiv das Lichtschwert rausholen. I noticed it earlier, this feeling in the pit of my stomach. At first I thought it was Grease's cooking. Now it's getting even stronger. I think the closer we are, the worse I feel. It can't mean anything good. Ich glaube, jetzt gibt's einen Fight mit einem Sith Inquisitor am Ende. Was er hier gesagt hat, überzeugt mich fast schon direkt davon. Erstmal Fähigkeiten bauen. So, ich kann eine Doppellichtschwert-Kombo kaufen. Oder Gruppenverlangsamung, da brauche ich aber einen Punkt mehr. Dann wird gewartet. Ah, okay, das ist cool. Das ist eine coole Mechanik. Du kannst einstellen, wohin er rutschen können soll. Damit. Das sind K-Druiden, die da stehen. Und hier der Beweis, dass K2 gegen Jedi nicht unbedingt der Beste wäre. Au. Ich brauche einen Stim, BD. Nicht der Beste wäre, ich erstmal einen Schlag in die Fresse. Unproductive, Human. Was? Wie hat er mich erwischt? Jetzt hat man es gerade gesehen im Stream. Hat er mich gerade minderwertig genannt, Alter? Du glaubst, ich bin minderwertig? Hier. Schlitze ich dich halt auf. Nenn mich nie wieder minderwertig, Alter. Yes, jetzt kann ich endlich Seilrutschen hochklettern.
gotta be a way to the tomb now. Yes, ich kann Seilrutschen in beide Richtungen benutzen. Sehr geil. Let's move, BD. Ich muss sagen, die Parkour-Mechaniken, die werden hier echt gut eingeführt. Achtung, jetzt kann ich gleich was richtig Cooles machen. Sag mal. Typischer Heavy-Soldat. Ja. Auch immer schön bei Respawn hat Respawn Entertainment dezent Schleichwerbung gemacht. Die haben das Spiel gemacht. Ah, Lichtschwert anpasst. Guck mal, jetzt machen wir mal wieder. Welche Farben hast du schon gesehen? Blau, grün. Ach so, beim Kampf jetzt bisher nur grün. Da. Wir machen mal orange. Das Premium-Inhalt, blaues Standardfarbe. Wir machen mal das Magito-Ding rein. Oh, das sieht cool aus. Und einmal Magito-Lichtschwert in Orange. Wieso bin ich respawned? Das ist doch gar nicht ein Ort zum Respawn. Also es ist kein Speicherpunkt, meine ich. Wahrscheinlich, weil du da die Dings da freigeschaltet hast. Ja, ich glaube auch, weil er da gespeichert hat. Da muss ich jetzt nicht mehr hochklettern. So, ja. Dir habe ich das schon erzählt, dass die Videos, dass die Streams danach als Video hochladen, ne? Oder als Videos, really besser gesagt. BD. Das ist ein ganz normales EP. Der Goldene ist übrigens der, der mich gekillt hat. Rache. Obst. Kannst du da überhaupt runterfallen? Ich kann runterfallen, ja, ja. Heilen. So. Aufgeräumt. Keine Gegner. Ich höre Druiden. Okay, er ist weg. Aber ich habe Schaden bekommen. Da ist so ein Wächter, guck mal. Und eine Erinnerung. What is that? Get away from it. Open fire. Back to normal. Intruder, oh, ein Auslöschungstopf. Stopp, geh die abschauen. Oh, der ist gut. Oh,
Okay, weg ist er. Zack. Ausschalten. Das wird nicht mehr von irgendwelchen Dullis bewacht, alles klar. Und noch eine Erinnerung. A worker left their tools in a hurry. They were anxious to locate relics, but also careless of the history buried here. Okay, da kann ich noch nicht lang. Dann muss ich wohl hier lang. Noch eine Erinnerung. Da komme ich nicht direkt dran. Gute Lektion, ich muss erst hier langlaufen, um da ranzukommen. Was bringt eigentlich diese Erinnerung? Erfahrungspunkte. Achso. Und das ist ganz cool, um so ein bisschen Backstory hier fürs Zeug zu bekommen und so. Noch ganz bisschen, dann können wir Massenverlangsamen machen. Ja, ich glaube, ich weiß, was man für eine Fähigkeit bekommt. Ich will es jetzt nicht spoilern, deswegen verrate ich es mal nicht. Aber es ist relativ klar. Inquisitor. Oh yes, I know your name, your past, and most importantly, about Cordova. Tell me, where did he hide the holocron? Outstanding. Okay. Oh mein Gott. Gott, Alter, die ist ja stark. Okay, das kann ich nicht machen. Alles klar, Machtfähigkeiten haben wenig Auswirkungen auf sie. I'm waiting. Alter, die kann sich teleportieren oder sowas. Ja. Toss me one, BD. Viertel haben wir schon mal geschafft. Okay, das Verlangsamen geht trotzdem. Alles klar, ich konnte wieder nur verlieren. Ah, schade. You're learning. Not quite as gifted as Seer's last apprentice, but not bad. You've been keeping count. I'm surprised she didn't tell you. Seer was never good at keeping secrets. And you know her so well, huh?
She was weak. Cracked in an Imperial torture chair. Surrendered the location of her naive Padawan. They would never have found me. If it wasn't for her, she betrayed me. Trilla. In the flesh? I won't let you manipulate me. So sure are you? When faced with a choice to protect herself or her Padawan, she chose self-interest. She'll sell you out too. Well, I can handle myself. Can you afford to take that chance? Your new master harbors great darkness. The look on her face when she saw what they had done to me, as I am now. She turned, exposing her true nature. She used the dark side. She cut herself off from the Force. Oh? How long before she cracks and betrays you too? Is that who you want beside you when you find the holocron? What would Jaro T'Pol say? You have no right to mention his name. I wonder, what would he think if he could see his Padawan now? Skulking in the shadows with a betrayer. Granting her access to a legion of impressionable students. No, I won't let anyone touch them. I thought the same thing once. Okay. Das war... Habe ich mir aber fast gedacht, dass... so wie sie am Anfang vom Spiel über ihre Schülerin gesprochen hat, habe ich mir fast gedacht, dass die korrumpiert wurde. Thanks for the help back there, BD. You saved my life. Nee, Mann. Ich hätte dich weggeschnetzelt. Hätte BD dich... die Sequenz nicht getriggert. Okay, hier geht's weiter, glaube ich. Können wir erstmal heilen. Das war schon echt uff, ne? Und was hältst du von deinem ersten Lichtschwert gegen Lichtschwertkampf? Hab mir mehr erhofft. Ich auch, aber. Ich muss zugeben, es passt zum Spiel. Es passt zum Stil, den sie hier einschlagen. Auf welche nie gekommen, dass man da durch muss. Ja. Lernt man relativ schnell. Geh ab von Mikron. I found it, but see her. Why didn't you tell me? Because she's a liar. You. How? I rerouted communication the moment you tried to contact her. Slicing encrypted transmissions was always a pastime of hers. She taught me once. There's no technique Sarah has that I haven't perfected. Alles klar. Meine EP. Oh, ein Wächter. War ja klar. Doppel-Au. So ein Arschloch.
ja, Leute, damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und...